Ein leider klassisches Unfallszenario. Ein Motorradfahrer kracht auf Höhe des Vorderrades in einen PKW. Oftmals sind hier Vorfahrtsmissachtungen der Grund. Die neueste Generation sogenannter Motorrad-Airbag-Jacken ist vielversprechend. Zumindest bei Geschwindigkeiten bis 50 km/h. Bei einem Motorradunfall ist allein die Schutzkleidung im besten Fall die Rückversicherung. Der ADAC hat 3 neue Airbag-Bekleidungssysteme für Motorradfahrer im Crashtest untersucht. Der Fokus lag dabei auf der Ermittlung der Zeit, die die Airbags brauchen, um vollkommen aufgeblasen zu sein. Alle 3 getesteten Produkte waren erfreulicherweise im Crashtest schnell genug. Das heißt, schneller als 1/10 Sekunde sind sie vollständig aufgeblasen, bevor noch der Fahrer am Fahrzeug anprallt. Unterschiede haben wir gesehen in der Größe des Schutzbereiches, in der Handhabung und auch in der Wartung der Systeme, wenn zum Beispiel der Sack einmal ausgelöst hat. Falls sich nach einem Sturz die Jacke nochmal retten lässt, kann das Produkt von Held punkten. Denn hier kann der Verbraucher selbst die Gaskartusche auswechseln. Die Konkurrenten müssen in so einem Fall zum Händler oder gar Hersteller. Wenn der Kauf einer neuen Jacke ohnehin ansteht, ist das Produkt von Alpine Stars interessant. Dieser Airbag hat den größten Schutzbereich. Die Weste von Dainese hat den Vorteil, dass sie als eigenes Produkt über einer vorhandenen Lederkombi getragen werden kann. Alpine Stars und Held brauchen hierfür besondere und an das Airbag-System angepasste Jacken. Alle neuen Airbags haben allerdings einen gemeinsamen Vorteil. Die Sensorik ist direkt in den Westen verbaut. Schluss mit Reißleinen oder Zubehör an der Maschine. Doch auch die neue Generation hat Verbesserungspotenzial. Die Produkte kommen ohne Sensorik am Fahrzeug aus, sie müssen dadurch aber aufgeladen werden. Sie haben eine Betriebsdauer von ungefähr 20 Stunden. Es wäre wünschenswert, wenn die Betriebsdauer zukünftig verlängert wird. Wenn Hersteller solche Airbag-Jacken anbieten, empfinden wir, es ist unbedingt nötig, die Stoßdämpfungseigenschaften auch transparent und nachvollziehbar in der Bedienungsanleitung anzugeben. Nur das Produkt von Dainese hat in der Bedienungsanleitung die echten Stoßdämpfungswerte und Eigenschaften angegeben. So gut die Bewertungen im Crashtest auch für alle 3 Produkte ausgefallen sind, ab einer gewissen Fahrgeschwindigkeit kommt beim Aufprall jede Airbag-Jacke an ihre Grenzen. Man darf auch die Schutzwirkung nicht mit dem Airbag im Auto verwechseln, denn bei Unfällen bis ca. 50 km/h und mittelschweren Unfällen haben sie gutes Schutzpotenzial. Bei schwereren Unfällen oder auch bei höheren Geschwindigkeiten ist das schnell überschritten und die Wirkung lässt nach. Die Verbraucher sollten unbedingt eine ausgiebige Probefahrt mit der in Frage kommenden Jacke machen, um sich vor dem Kauf mit Tragekomfort und Gewicht vertraut zu machen.